Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet ein recht schönes Wochenende und freue mich, dass ihr da seid. Wir sind auch wieder da. Ich begrüße euch sehr herzlich bei Domian beim 1Live Talk Radio. Freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, völlig egal über was, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns ganz einfach domian@wdr.de. Schreibt kurz in die Mail euer Thema rein und vergesst nicht, eure Telefonnummer dazu zu schreiben. Mein erster Anruf für heute Nacht heißt Christian und Christian ist 25 Jahre alt. Hallo Christian. Ja, Domian, hallo. Ja, Christian. Ja, hey, grüß dich. Ja, hey. Schön, dass du da bist. Ich habe gar nicht mit gerechnet, dass ich direkt als erstes dran renne. Ja, so ist das hier. Ja, ja. Um was geht's bei dir? Ja, warte mal einen Moment bitte kurz. Ja, wir haben ja Zeit. So, jetzt bin ich da. Klingt auch ein bisschen besser als gerade. Ja, 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 ich hatte Lautsprecher an, weil ich dachte, ich käme als zweites oder drittes dran. Naja gut, jetzt bin ich als erstes. Umso schöner, umso besser. Ja, ja, also. Ja, ich bin froh, dass ich mit dir reden kann, weil ich halt sehr große Stücke auf deine Meinung halte. Mhm. Vielen Dank. Und ja, also mein Thema ist, mein leiblicher Vater hat mich vor 3 Tagen angerufen und er möchte sich mit mir treffen. Mhm. Und meinen leiblichen Vater kenne ich so gar nicht. Wie lange hattest du überhaupt keinen Kontakt zu deinem leiblichen Vater? Also im Alter von, ich denke mal, ich war 2 oder so, als meine Mutter weggezogen ist. Ja. Mit mir zusammen, von meinem leiblichen Vater. Ja. Waren deine Eltern nie verheiratet oder länger zusammen? Oh nein, mein leiblicher Vater war damals mit einer anderen Frau verheiratet, hat auch mit dieser Frau 4 Töchter. Achso, dann war das so eine Affäre für deine Mutter, ja, damals. Meine Mutter war so eine Affäre praktisch. Und dann kamst du. Und dann kam ich. Und dann hat der Knabe sich vom Acker gemacht. Und naja, ich glaube, das war eher meine Mutter, die sich da vom... Ja. So, also de facto, du kennst deinen Vater nicht, nie gesehen in deinem Leben? Nie gesehen in meinem Leben, 2, 3, 4, 5 spärliche Telefonate gehabt. Ach so, das gab es dann doch? Das gab es dann doch, ja. Es wurden auch... Wie alt warst du da? Also im Alter von 11 Jahren war ich mit meiner Mutter beim Arzt wegen Verdacht auf Hyperaktivität. Ja. Und der Arzt fragte meine Mutter, ja, gibt es irgendwelche besonderen Vorkommnisse in ihrer Familie? Mhm. Und in meinem Beisein fragte der Arzt das und meine Mutter sagte, ja, die gibt es wohl, ist aber nicht näher drauf eingegangen. Und keine Ahnung, was mich da geritten hat, 2 Tage später fragte ich meine Mutter, ja, was sind denn das für besondere Vorkommnisse? Und sie sagte mir, ja, Klaus, der neue Ehemann meiner Mutter, praktisch mein Stiefvater, sagte zu mir, Klaus ist nicht dein Vater. Ach so. Ach so. Ach so, du bist in dem Glauben erzogen worden, dieser neue Mann von deiner Frau sei dein wirklicher Vater. Ja, meine Mutter hat so einen ganz komischen Spruch losgelassen, da war ich wohl 6. Hm? Und beziehungsweise, naja, ich war 6 und da hat sie mir erklärt, das ist dein Vater und der zieht dich mit groß und so weiter und so fort. Mhm. Und naja, 11 ja, war ich. Aber wenn man mit 11 das dann gesagt bekommt, ist das ja ein Schock. Ja, und sie sagte immer zu mir, na, ich dachte, du wüsstest das. Ne? Ja, das ist aber fast mit Verlaub eine feige Haltung. Ne? Ja, das habe ich ihr auch gesagt. Mhm. Du, ich habe ihr gesagt, Mutter, sowas kann man als kleines Kind nicht wissen. Ne? So, aber wir waren gerade stehen geblieben. Wann hast du mit ihm telefoniert? Jetzt vor kurzem? Nee, damals. Du hast doch mal irgendwann ein paar Telefonate geführt. Ja, ich habe als erstes, das erste Telefonat war also, da war ich im 12 war ich, glaube ich, meine Mutter hat ihn angerufen und war ganz gespannt, also mit meiner Mutter zusammen am Telefonhörer, ich selbst habe nichts gesagt, meine Mutter hat mit ihm gesprochen und da habe ich wohl das erste Mal seine Stimme gehört. Und danach gab es dann nochmal, auch mal ein Telefonat zwischen dir und ihm? Ja, das war aber Jahre später, ich denke mal. Warum gab es das? Hat er bei euch angerufen oder ist das von dir ausgegangen? Nee, das ist von mir ausgegangen, ja. Und es gab auch die Möglichkeit, du konntest Zugang zu ihm finden, also du wusstest seine Telefonnummer. Damals.
Ja, die wusste ich schon, ja. So, und dann war das ein Telefonat, aber das hat er nichts weiter gebracht. Ne, es fing ja an mit Briefkontakte und so und Na gut, aber auf jeden Fall jetzt, vor 3 Tagen, hat er sich gemeldet. Ja, hat sich gemeldet. Bei dir? Bei mir. Also wir hatten kurz vorher schon gesprochen. Mhm. Es wurde auch ausgemacht, so dass wir uns treffen. Ja. Also ich denke mal, das hat vor 2 Jahren angefangen, dass ich von mir aus da angerufen habe. Also bei dir ist schon eine Neugierde da, dass du den kennenlernen möchtest. Naja, klar. So, jetzt hat er sich 25 in einem Alter, ne, da fragt man sich, was ist denn überhaupt los? Verstehe. Also es war jetzt nicht vor 3 Tagen die allererste Kontaktaufnahme, das hat sich schon so ein bisschen angebahnt in den letzten Jahren. Wie soll es jetzt weitergehen, Christian? Ja, also wie gesagt, er hatte sich gemeldet und er macht jetzt Nägel mit Köpfen und will sich mit mir treffen. Ist doch eigentlich eine ganz gute Sache, oder? Das ist absolut eine gute Sache. Naja, klar. Natürlich. Aber? Aber ich schäme mich ein bisschen. Warum? Ihm einen Sohn zu präsentieren, wo er wahrscheinlich andere Vorstellungen gerne gehabt hätte von. Was bist du denn für ein Sohn? Ich bin Sohn, also ich habe nur Scheiße gebaut bisher in meinem Leben. Und, was war denn die größte Scheiße, die du gebaut hast? Na, die größte Scheiße, ja, ich weiß nicht, das war alles gleich groß Scheiße praktisch. Ich habe meine Berufsausbildung nicht abgeschlossen, hatte mit meiner Mutter, meine Mutter und ich, wir waren immer wie Feuer und Wasser, bis sie mich irgendwann ins Heim geschickt hat. Dann kamen Drogen und irgendwann kam auch Alkohol hinzu. Und kriminelle Sachen auch? Ja, einmal, ja. Hast du auch schon im Knast gesessen? Naja, 16 Tage, weil ich das Geld nicht bezahlen konnte. Das war nichts Weltbewegendes, aber Also ich verstehe, wenn du jetzt... sehr stark abweichend von einer Idealvorstellung. Ich verstehe, wenn du jetzt irgendwie ein Hochschulstudium schon fast fertig hättest oder sowas oder einen tollen Beruf hättest, dann würdest du deiner Auffassung nach besser vor ihm stehen. Naja, Hochschule, nein, will ich noch nicht mal. Realschulabschluss. Irgendwas, ja, ist klar. Ich verstehe. Ja, klar. Dennoch, Christian, dennoch. Ich meine, du bist erst 25 Jahre alt. Und wenn du selbst sagst, dein Leben ist bisher eigentlich ziemlich blöd gelaufen und unbefriedigend. Und du hast auch sehr viel Mist gebaut. Ja. Finde ich, hast du eine sehr, sehr, sehr große Chance, jetzt in diesem Alter, genau jetzt das Ruder rumzureißen. Ja, du, das habe ich auch geschafft. Drogen, Alkohol habe ich aufgehört, habe echt alles hinter mir gelassen. Ja, das war schon mal ein guter Erfolg. Ja, absolut, aber trotzdem muss ich ja meinem Vater auch erzählen, was hast du bisher gemacht und vor allen Dingen, was hast du bisher erreicht? Was sind denn deine Pläne, die du anstrebst? Meine Pläne sind vor allen Dingen mich erstmal Ausbildung auf jeden Fall, also bisher... Erstmal Job, dann Ausbildung, Hobbys finden, Autoführerschein. Okay, an Erfolgen kannst du aufweisen, dass du von den Drogen runter bist? Absolut, ja. Was für Drogen waren das? Nichts Hartes irgendwie, also nur Cannabis und die sogenannten Designer-Drogen. Okay, also du bist von den Drogen weg und du bist vom Alkohol weg. Ja, absolut. Nachdem einiges ja, schiefgelaufen ist, finde ich schon mal gut. Ja. So, und ich finde deine Haltung gut, dass du selbst sagst, ich will vorankommen, ich will eine Ausbildung machen und ich will auch was Befriedigendes für mich im Leben erreichen. Naja, klar, und Realschulabschluss möchte ich nachholen, weil so ein Hauptschulabschluss und Drogen, Alkohol, Karriere, das will ich nicht auf mir sitzen lassen. Ne? Weil ich so, weiß, was kann man da machen? Da kann man ja, im Prinzip finde ich das toll, dass du in Kontakt mit deinem Vater kommst. Ja. Vielleicht wird nichts draus, vielleicht wird aber auch eine gute Beziehung raus. Man weiß es ja nicht. Ja. So, zu einer guten Lebenshaltung gehört, dass man zu dem steht, was man getan hat. Da ist nur wenig Erfreuliches bisher passiert bei dir, aber du hast jetzt einen neuen Weg eingeschlagen und hast gelernt aus dem. Das finde ich schon mal sehr toll und sehr lobenswert. So, ich hoffe, dass dein Vater das genauso sieht. Natürlich würde der sich vielleicht freuen, wenn das anders gelaufen wäre, aber nur ist es so gelaufen, wie es ist. Und nun muss man die Gegenwart sehen und auch die Zukunft. Und vor allen Dingen deinen Standpunkt. Und deinen Standpunkt finde ich gut. Naja, also das, was ich bisher durchgemacht habe und womit ich aufgehört habe und so, das gehört alles mit zu meiner Vergangenheit. So, und das ist auch so ein bisschen das, was mich ausmacht. Genau. Und meine Mutter akzeptiert das, respektiert das und gibt mir auch sehr viel Lob und sagt, ja toll, Christian. Deswegen finde ich ganz wichtig, Chris. Nur jetzt stell dir mal vor, du triffst einen Menschen, der dich erzeugt hat und dem kannst du nicht erzählen,
also der hat diesen Leidensweg nicht irgendwie verpasst. Okay, Christian. Okay, ich meine, dein Vater hat sich ja, glaube ich, auch nicht mit Ruhm überschüttet. Er hat dich ja immerhin auch all die vielen, vielen, vielen Jahre alleine gelassen, ne? Und sich nicht um dich gekümmert. Ja, das sagt meine Mutter auch. Ich habe meine Mutter schon oft darauf angesprochen, ja, was ist denn, wenn mein Vater sagt, nach dem, was ich ihm zu erzählen habe, wenn mein Vater sagt, ey, das soll mein Sohn sein, das ist aber auch schon, ich weiß nicht, Christian, ich würde mir da jetzt erstmal gar nicht so groß den Kopf machen. Ich wichtig finde, ist, dass du da mit Ehrlichkeit auftrittst, dass du dem nicht irgendwelche Geschichten, irgendwelche Stories erzählst. Die Karten sondern, werde ich auf den Tisch legen. Ja, und dann finde ich das gut. So, und entweder hat die ganze Sache dann eine Chance, wenn das ein guter Typ ist, oder es ist eben kein guter Typ. Und ist nur Friese, das kann eigentlich nur ein cooler Typ sein. Nein, ich sage ein guter Typ ist. Warum? Das hat mit der Landsangehörigkeit ja nichts zu tun. Ich finde das toll, dass ihr euch trefft. Geh da mit offenen Karten ran und vor allen Dingen zieh die Sache auch durch, die du dir jetzt für dein Leben vorgenommen hast, Christian. Ja, und dann finde ich, ist das vielleicht auch eine große Chance, die ihr beiden habt, zueinander in Kontakt zu treten. Ja, aber was sagst du dazu, dass ich mich schäme? Meinem Vater, wenn er wird mich ja fragen, was hast du denn gemacht? Ja, in gewisser Weise kann ich schon verstehen. Aber wie ich gerade schon sagte, man muss halt zu dem stehen, was man gemacht hat, wenn das auch nicht immer alles sehr toll war. Dazu gehört dann auch manchmal Scham. Ja, da muss man die Scham auch aushalten. Das ist dann halt so. Na, ich könnte ihm ja auch vorhalten, er hätte seine Frau damals betrogen. Ja, zum Beispiel. Aber man will ja nicht zu viel schmutzige Wäsche im Nachhinein waschen, sondern eben, wie gesagt, nach vorne gucken. Mein Lieber, ich wünsche dir und deinem Vater, und das heißt also eurer Beziehung, wirklich einen guten Start und von Herzen alles Gute. Naja, danke, Domian. Alles Liebe, alles Gute, okay, Christian. Tschüss. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Wenn ihr uns hier auch live erreichen wollt und wenn ihr gerne mit mir sprechen möchtet, egal über was, dann meldet euch per Telefon oder eben per E-Mail domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich jetzt, zu Deria. Deria ist 22. Hallo, Deria. Hallo. Hallo. Um was geht's denn bei dir? Ich muss von vorne anfangen, es ist eine lange Geschichte. Mhm. Ich komme aus einer sehr konservativen türkischen Familie. Mhm. Und in dieser Familie ist es verboten, überhaupt Beziehungen zu führen, bevor man verheiratet ist. Mhm. Und nach langem Hin und Her und nach langem Kampf mit meiner Familie habe ich es doch durchgesetzt, als erste in meiner Familie eine Arbeitsstelle annehmen zu dürfen, weil meine Eltern immer wollten, dass wir als erst uns um unsere Bildung kümmern und dann arbeiten wollen. Und ich habe halt einen Nebenjob angefangen, obwohl sie das nicht wollten. Achso, die Eltern wollten, dass du weiter zur Schule gehst und nicht gleich arbeitest. Genau. Ah ja, okay. Mhm. Und ich habe dann trotzdem einen Nebenjob angenommen und... Ein Nebenjob oder hast du eine Lehre gemacht? Nein, einen Nebenjob habe ich nebenher halt. Das war halt die Voraussetzung. Wenn ich die Schule weitermache, darf ich halt arbeiten gehen. Ach so. Also du hast gesagt, okay, ich gehe auf die Schule weiter, aber ich möchte auch arbeiten gehen. Genau, ja. Weil du ein bisschen Geld verdienen wolltest? Ich wollte unabhängig sein. Also ja, verstehe. Unabhängiger sein. Mhm. Und an dieser Arbeitsstelle, also ich habe von vornherein immer die Einstellung gehabt, wenn irgendwer Annäherungsversuche gemacht hat, habe ich halt abgeblockt. Mhm. Und es war halt folgendermaßen, an dieser Arbeitsstelle hat sich eine Frau für mich interessiert. Aha. Und ich habe von Anfang an halt immer das Gefühl gehabt, wir wollen Freundinnen sein. Ja. Und habe es deswegen nicht gemerkt. Wann war das eigentlich, um es so zeitlich einzuordnen? Wie lange liegt das zurück? Das liegt jetzt ein Jahr zurück. Ja. Du hast immer so gesagt, wir wollen Freundinnen sein. Genau, also sie hat sich auch so an mich genähert. Also, aber die Frau wollte was anderes. Genau. Die hat sich in dich verliebt. Ja. Hast du dich auch in sie verliebt? Also ich hab schon eine Bindung zu ihr aufgebaut. Ja. Ich mag sie wirklich sehr, aber es ist halt nicht dasselbe. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich habe ja noch nie sowas erlebt. Ich weiß nicht, was Liebe in dem Sinne ist. Du hast also auch noch, wie du gerade am Anfang sagtest, auch noch keine Liebe zu einem Mann erlebt. Nein, gar nicht. Du lebst diesbezogen sehr, sehr zurückgezogen. Diesbezogen. Genau. Ja. Mhm. Wie hat sich das... Hast du den... Zuvor, bitte? Verzeihung. Nein, Entschuldigung. Ich habe es auch nie zuvor zugelassen. Also es gab schon Leute, die sich versucht haben, mir zu nähern. Das waren dann Herren halt. Aber ich habe das halt nie zugelassen. Ich habe immer gesagt, ich bin nicht so... ich bin so erzogen, so bin ich nicht. Ja. Bist du noch auf dieser Arbeitsstelle?
ich habe sie dann halt verlassen, die Arbeitsstelle. Wegen dieser Frau? Ja. Ach. Du lebst aber noch zu Hause bei deinen Eltern? Ja. Und gehst auch noch zur Schule im Moment? Ja. Ja. Also nicht zur Schule, sondern zur Universität. Ach so, du studierst? Ja. Ja. Was studierst du, wenn ich fragen darf? Ich studiere Sozialwissenschaften. Ah ja. Ja. Nun könnte man ja sagen, okay, du bist weg von dieser Arbeit und die Sache hat sich erledigt. Offensichtlich nicht. Du rufst bei mir an und erzählst mir das. Warum? Was ist da noch aktuell daran? Und zwar folgendes. Es war so, wir sind halt, also irgendwann habe ich halt erfahren von dieser Person auf sehr unkonventionelle Art und Weise, dass sie was für mich empfindet. Wie hast du es erfahren? Sie hat mich überfallen. Überfallen im übertragenen Sinne? Sie hat es dir gesagt, oder? Ja, schon körperlich, ne? Sie hat dich angefasst und dich geküsst? Ja, genau. Hast du mitgeküsst? Nein, am Anfang nicht. Aber dann, weiß ich nicht, ich muss gestehen, ich hab einen Fehler gemacht in dem Sinne, weil ich weiß nicht, es ist halt so, ich bin 22 und ich habe das Gefühl noch nie gehabt und es war plötzlich jemand da, der sich für mich interessiert hat und bei dem ich das von vornherein auch zugelassen habe, aus anderen Gründen halt, weil ich anderes gedacht habe. Ja, ja. Irgendwann, weiß ich nicht, hatte ich auch Angst, diesen Menschen zu verlieren, weil ich diese Person wirklich mag. Also sie bedeutet mir ja viel, aber es ist halt nicht so. Hast du denn so, wie ich dir geben kann. Verstehe. Ist es einmal zu dieser Körperlichkeit gekommen? Nein. Mehrmals? Ja. Wie oft? Oft. Oft. Also es ist so gewesen, danach, nach diesem einmal, habe ich ihr halt gesagt, dass ich Zeit brauche und daraufhin hat sie es halt die ganze Zeit versucht und ich habe sowieso ein Problem damit, Nein zu sagen, irgendwie, um Leuten nicht weh zu tun und wenn ich von vornherein die Leute nicht kenne, dann ist das kein Problem, aber die kannte ich ja schon. Gab es denn sexuellen Kontakt auch? Ja. Ja. Also ihr habt miteinander geschlafen? Naja, nicht wirklich. Ja, aber so ein bisschen rumgefummelt? Ja. Mal salopp gesagt. Ja. Hast du denn, du hast die Arbeit verlassen wegen dieser Frau? Wie alt ist die übrigens? Diese Frau ist 25. 25. Hast du denn heute privat noch Kontakt zu der Frau? Ja, das ist ja das Problem quasi. Also ich habe versucht, die Arbeit zu verlassen. Ich habe versucht, den Kontakt einschlafen zu lassen. Und diese Frau hat sich trotzdem die ganze Zeit bei mir gemeldet. Ich meine, sie ist älter als ich und sie sollte das eigentlich verstehen, denke ich. Aber das heißt, ich übersetze es mal, die ist wie eine Klette an dir. Die lässt dich nicht los. Ja. Wenn du frei entscheiden könntest, würdest du sagen, ich möchte diesen Kontakt nicht mehr haben. Wenn ich so entscheiden könnte, ohne dieser Person wehtun zu können, zu müssen, ohne diese Person zu verletzen und irgendwie was anzutun. Ich meine, nach dem, was ich schon alles getan habe, ist es wahrscheinlich vorprogrammiert, dass ich wehtun muss. Aber ich habe halt Angst davor und ich möchte das halt eigentlich auch. Also wir beide halten mal fest. Es ist erklärbar, dass es dazu gekommen ist, aufgrund deiner sehr konservativen Lebensumgebung, in der du lebst. Und du auch noch keine Erfahrung hattest mit Liebe und wenn ein Mensch sich für dich interessiert und so weiter. Ja. Aber du bist dir für dich sicher, dass du keine lesbische Frau bist. Ja. Und wenn du dich wirklich verlieben... Also ich weiß nicht, ich hatte ja noch nie irgendwas mit einem Mann, deswegen weiß ich es ja nicht. Aber hat dich das denn erregt? Hat dir das Freude gemacht, mit ihr einen körperlichen Kontakt zu haben? Na, die Aufmerksamkeit gefällt einem ja schon, ne? Aber okay, nimm mal die Aufmerksamkeit mal weg. Hat dir das Sexuelle auch, hat dich das angeregt? Nein, also es ist eher mir unangenehm gewesen. Ich wollte das. Weißt du, es gibt zwei Hypothesen im Moment. Die eine, oder zwei Möglichkeiten der Sichtweise. Die eine ist, dass du wirklich keine bisexuellen oder lesbischen Neigungen hast und hast dich einfach so darauf eingelassen, wie wir es gerade gehört haben. Die andere Überlegung wäre aber auch, dass du vielleicht doch diese Neigung hast, aber aufgrund eben deines sehr konservativen Hintergrundes, Familienhintergrundes, du das gar nicht zulassen kannst und darfst. Frage ich dich? Ich weiß es nicht. Deswegen finde ich diese Frage so entscheidend mit dem Spaß, mit dem Erregtsein, ob dich das schon in dieser Weise schon, wenn du ganz ehrlich in dich hineinhorchst, ob dich das schon schafft. Das hat mir schon Spaß gemacht, aber es ist halt alles andere, was so
wenn sie mich bei der Hand nehmen wollte oder sowas. Das war mir einfach alles unangenehm. Ich wollte das einfach jetzt nicht. Spiel das doch mal in Gedanken durch. Das wäre ein sehr, für dich sehr sympathischer junger Mann. Wäre das für dich attraktiver, das mit denen zu machen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Kannst du dir gar nicht vorstellen? Warst du auch noch nie heimlich verliebt in einen Mann? Ja, doch. Aber es ist nie so weit gekommen in meinen Gedanken, muss ich gestehen. Also, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber es ist so. Also es gibt nicht so ganz geheime Gedanken, die du ja niemandem erzählen musst in deiner Umgebung, die aber doch sich so ein bisschen mit solchen Sachen beschäftigen. Ja. Die gibt es nicht, diese Gedanken. Doch. Also, doch, die gibt es. Darf ich dich fragen? Ich frage dich jetzt ganz einfach. Befriedigst du dich selbst? Nein. Nein. Aus Angst, was Unrechtes zu tun? Ja. Also es ist, also ich weiß nicht, es fühlt sich falsch an, es ist falsch, also keine Ahnung. Ja, ich kann verstehen, dass du so funktionierst. Ich finde nicht, dass es etwas Unrechtes ist, weil Gott hat uns die Sexualität gegeben. Und es ist nichts Schlimmes, die Sexualität zu leben, auch mit sich selbst. Wenn man es aus einem gläubigen Standpunkt heraus sieht, egal ob das nun christlich oder muslimisch ist, finde ich. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Es fällt mir sehr schwer, eine Position zu ergreifen. Auf der einen Seite würde ich sagen, wenn du das wirklich nicht möchtest mit dieser Frau und wenn du keine Liebe verspürst, verspürst du Liebe? Ich weiß es ja nicht. Du weißt das ist ja nicht. Das Problem. Ich möchte diese Person ja nicht verletzen. Nein, pass auf, den müssen wir aufgreifen. Du darfst diese Person ruhig verletzen, finde ich. Aber diese Person ist so labil. Ich habe Angst, dass sie sich selbst was antut. Jeder Mensch ist für seine eigenen Taten verantwortlich. Die ist ja sehr massiv an dich rangegangen. Und die hat ja auch deine Unerfahrenheit sehr ausgenutzt. Das muss man so sagen. Das heißt, dann müsste sie auch die Konsequenzen tragen. Und wenn das für sie, für diese Person auch sehr schmerzlich ist, wenn du sagst, nein, ich möchte das nicht. Vielleicht hättest du es schon früher machen müssen, okay. Aber wenn du es jetzt machst, ist es auch noch in Ordnung. Ich finde, dieses Recht hast du wirklich. Ich meine, ich bekomme immer noch SMS und tägliche Anrufe und so weiter, dass ich geliebt werde und dass ich ja nur gesagt habe, dass ich nichts möchte, sondern und dass ich das ja eigentlich doch möchte und dass das ja doch unbewusst alles wäre und so. Ja, aber das will sie dir unterstellen. Wenn du an diese Person denkst, empfindest du dann mehr Druck oder ein wenig so ein schönes Gefühl? Ein schuldiges Gefühl, ein trauriges Gefühl. Ein schuldiges Gefühl. Ja. Dass ich dieser Person wehtue, dass ich... Daria, das ist aber so. Nach dem Motto, was habe ich angestellt? Was mache ich da eigentlich? Okay. Das geht doch alles nicht. Okay, Daria, man könnte jetzt sagen, du hättest früher Nein sagen müssen. Das stimmt, ja. Da hast du recht. Aber Gott im Himmel, du bist eine unerfahrene junge Frau und da passiert sowas schon mal. Das gehört zum Lebensspiel dazu und du hast es ja nicht mit böser Absicht getan. Es ist halt jetzt so passiert. Und dann sagst du halt etwas verspätet Nein. Diese Frau... Finde ich, so wie du mir das alles schilderst, finde ich, verhält sich auch verantwortungslos. Indem sie dich immer wieder bedrängt und bedrängt und bedrängt und dir sogar noch unterstellt, dass du sie ja eigentlich sogar liebst und dich nur nicht traust. Das darf sie gar nicht so massiv machen. Das darf sie nicht. Also darfst du ihr auch eine Grenze aufzeigen. Und wenn die Grenze für sie schmerzlich ist, ja, dann ist es so. Ich glaube, wenn ich am nächsten Morgen dann aufwache und diese Person gibt es nicht mehr, sie hat sich das angetan, dann könnte ich so nicht leben. Dann hätte ich ein Menschenleben auf dem Gewissen. Also, ja, hat sie dir das denn angedroht? Ja, sie hat mir schon ganz oft erzählt, dass sie sich mit den Tabletten am Tisch, dass sie Stunden mit den Tabletten vor sich verbracht hat und überlegt hat, ob sie die nehmen soll. Daria, ich will dir sagen, das macht mich viel mehr wütend, als dass ich Mitleid empfinde. So geht man nicht mit einem Menschen um, den man angeblich liebt. Was setzt diese Frau dich unter Druck? Was erpresst diese Frau dich? Ich sage dir, die Wahrscheinlichkeit ist wohl sehr gering, dass sie es tut. Aber man darf sich nicht auf so eine Erpressung einlassen. Was ist denn das für ein Weg? Willst du die nächsten Jahre dich immer wieder von dieser Frau bedrängen lassen und nur ihr zuliebe Dinge tun, weil du Angst hast, sie könnte sich etwas antun? Nee.
Nein, aber ich könnte damit auch nicht leben, wenn sie sich was antut. Ja, aber ich finde, dass man gar nicht jetzt so weit das alles durchspielen sollte. Du bist ein eigenständiger Mensch und du hast ein Recht darauf, deinen Gefühlen gemäß zu leben. Und wenn deine Gefühle nicht so stark sind für diese Frau, dann ist es so. Die Frau wird es schon, die wird es schon überwinden. Mein Gott, das ist, wäre ein Liebeskummer, wie wir ihn alle und sie sicher auch schon mal erlebt hat. Du darfst dich nicht erpressen lassen. Und dieser Gedanke, sie würde es vielleicht tun, den würde ich gar nicht jetzt erstmal zulassen und durchspielen. Die wird es wahrscheinlich nicht tun. Das ist eine billige, bösartige Druckausübung auf dich. Also soll ich dem gar nicht Glauben schenken, wenn nein, du sowas sagst? Nein, ich sage dir das jetzt wirklich so mit. So würde ich es an deiner Stelle machen. Ich würde ihr endgültig sagen, pass auf, ich empfinde so nicht und ich möchte erstmal eine Pause haben. Vielleicht können wir irgendwann Freundinnen sein, aber jetzt im Moment möchte ich gar nicht, gar keinen Kontakt haben. Ich glaube, das wäre für euch beide das Hilfreichste. Und dann, aber wenn wir uns dann irgendwann auf der Straße begegnen und sie so tut, als wären wir die größten Feinde der Welt, dann würde ich wahrscheinlich auch traurig sein. Ja, aber das wirst du auch überleben. Das wirst du auch überleben. Besser als erpresst zu werden, oder? Ja, besser als erpresst zu werden und Dinge zu tun, die man eigentlich nicht tun will. Das ist doch furchtbar. Ja, danke. Ja. Mehr kann ich nicht sagen. Ich wünsche dir alles Gute, dass du das richtig gut für dich löst, die Angelegenheit. Und bald löst. Das tut dir nämlich nicht gut, die Sache, glaube ich. Ja, danke. Alles Liebe wünsche ich dir. Dankeschön. Alles Gute, auf Wiederhören. Danke dir auch. Tschüss. Danke. Herzlich willkommen, sage ich, zu Heidi. Und Heidi ist 45. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Heidi. Was ist denn dein Thema? Der Tod meines Lebensgefährten. Der Tod deines Lebensgefährten? Ja. Wann ist dein Lebensgefährte verstorben, Heidi? Am 4.2. Am 4.2. in diesem Jahr? Ja. Wie alt ist er geworden? 50. Kannst du vielleicht ein bisschen näher ans Telefon gehen? Ich höre dich nicht so 50. Ganz. 50. Ist er plötzlich verstorben? Ja. Erzähl mal. An einem Aneurysma. Das heißt? Das heißt Gehirnblutung. Warst du dabei? Ja. Wie hat sich das gezeigt? Ist er plötzlich zusammengesackt? Nein, er ist aufgestanden, hat gesagt, ich habe Kopfschmerzen. Und ist dann zusammengebrochen. Und ja, dann habe ich erstmal gesehen, was er überhaupt war. Weil ich habe ihn nicht fallen sehen, sondern nur er torkelte und fiel um. Und dann hast du einen Krankenwagen angerufen? Nein, ich habe, er hat sich noch umgedreht. Er hat noch gesprochen. Er hat noch ein Glas Wasser getrunken. Und ja, bis er dann erbrochen hat, dann war bei mir, jetzt musst du irgendwas tun. Ja. Und dann kam der Arzt, der in der Nähe ist. Und dann ist Christian eingeschlafen, hat geschnarcht, nachdem er die erste Infusion gekriegt hat. Das war noch in eurer Wohnung? Ja. Ja. Und ja, dann habe ich gedacht, jetzt erholt er sich. Ja, und dann ist er auch noch ins Krankenhaus gekommen, in Bonn. Wie lange war er dann noch? Hat er im Krankenhaus ja, noch gelebt? Passiert Weiberfastnacht und Rosenmontag ist verstorben. Also ein plötzliches jähes Ende. Nicht plötzlich jäh, sondern doch noch mit einer leichten Verzögerung. Ja, 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 natürlich. Ja. Normalerweise mit Gehirnbluten in der Art und in der Form ist man direkt tot. Ist er denn in der Klinik nochmal zu sich gekommen? Nein. Nein, das heißt, so in dem Sinne konntest du dich dann also bewusst nicht von ihm verabschieden? Ich von meiner Seite ja. Aber du von deiner Seite aus ja. Aber nicht. Er nicht wirklich. Wie lange wart ihr beiden zusammen? Ja, jetzt
zum 1. Mai wären es 4 Jahre gewesen. 4 Jahre. Nun sind einige Monate vergangen bis heute. Hast du das überhaupt schon begriffen und realisiert, dass er weg ist, dass er tot ist? Vom Kopf her ja, aber... Vom Herzen nicht? Alles, was unter den Kopf geht, nicht wirklich, nein. Waren das glückliche Jahre, diese 4 Jahre? Traumhaft. Weil wir haben beide keine dolle Vergangenheit gehabt. Wo ich sage, wir haben uns gesucht und gefunden. Und hattet sicher dann noch sehr viele Pläne, was ihr machen wolltet. Oh ja. War er sonst ein gesunder Mann? Ja. Umso erschütternder, wenn dann so etwas passiert, dass man in keinster Weise darauf vorbereitet ist. Nein. Hast du dabei oder warst du dabei, als er dann in der Klinik gestorben ist? Ja. Wie hast du das empfunden? Schlimm. Hast du Obwohl die andere Aussicht wäre für ihn nicht die bessere gewesen. Er wäre ein Pflegefall, ein Lebenspflegefall geworden. Ja, also schwerst behindert und Wachkoma oder Koma wäre die Aussicht gewesen. Warst du alleine im Zimmer als er verstorben ist? Nein, bei der Todeserklärung an sich konnte ich nicht dabei sein. Warum nicht? Weil bei Gehirnbluten oder wenn das Gehirn abstirbt, wird nicht der Schalter umgelegt. Das heißt so, der Patient ist tot. Sondern es müssen verschiedene Untersuchungen durchgeführt werden. Ach so. Aber dir war schon klar, dass er dann verstorben war, als du neben ihm saßt. Das war vorher eigentlich schon klar. Weil das Gehirn absterben war vorgegeben. Ja, war ja. Halt nur der Zeitpunkt, wann es klar sein würde, nicht eindeutig. Wie hast du dann später die Beisetzung erlebt? Ja, ziemlich realistisch. Bitte? Ich sage ziemlich realistisch, weil ich in meinem Leben schon einige Beerdigungen habe mitmachen müssen. Habt ihr einen großen Freundes- und Verwandtenkreis um euch herum gehabt? Ja. Ja. Und wie ist das heute? Hast du viele Menschen, mit denen du über deine Traurigkeit sprechen kannst? Es werden weniger. Natürlich. Und zunehmend weniger, ne? Natürlich. Von Monat zu Monat. Weil die Leute denken, nun müsste sie sich ja damit arrangiert haben. Na klar. Das musste schon nach 6 Wochen. Hast du schon viele sehr nahe Menschen verloren? Ja. Wen? 2 Brüder. Ah ja. Mein Patenonkel. Und schon ganz viele Tanten und Cousins. Also bei uns scheint, ja, wir haben wirklich den Glücksgriff in diesem Leben. Bist du berufstätig? Ja. Ist es dir gelungen, dann nach dem Tod wieder ins Berufsleben hineinzukommen? Ja, ich denke, das war der beste Weg, um sich abzulenken. Was machst du vom Beruf, wenn ich fragen darf? Ich bin Bankerin. Bankerin. Wie trauerst du, Heidi? Gehst du viel auf den Friedhof? Sprichst du real oder in Gedanken mit deinem geliebten Mann? Ja, immer. Ständig. Ja. Also du sprichst auch laut, wenn du alleine bist mit ihm. Aber ja. Und gehst auch zum Friedhof oft? Na klar. Ja. Ja, manche Menschen können das nicht. Die haben Angst davor, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal tun muss. Nicht in der Form, nein. Bitte? Ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal tun muss in der Form. Habt ihr beiden
so früher, als ihr beiden gesund wart und alles in Ordnung wart, über Ende und Tod gesprochen manchmal? Wir haben darüber gesprochen, dass unsere Zeit nicht so lange sein würde. Nein. Oder ja, haben wir gemacht, weil wir uns doch recht spät kennengelernt haben, wo wir gedacht haben, boah, hätten wir uns doch früher kennengelernt. Das wäre richtig gut gewesen. Aber dass die Zeit so kurz sein würde, hätten wir beide nicht gedacht, nein. Wenn du sagst, dass du vorher ein sehr schon schwieriges Leben hattest, bevor du deinen Freund kennengelernt hast, gibt es dir in gewissem Maße etwas Trost, dass du ihn immerhin hast kennengelernt und dass ihr 4 Jahre hattet? Also auf jeden Fall. Diese Zeit möchte ich nicht missen, nein. Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch, wenn du das so beschreibst, dass das Leben schwer war vorher, ist es ein großes Glück, wenn man dann so einen Menschen getroffen hat. Und 4 gemeinsame Lebensjahre sind 4 gemeinsame Lebensjahre. Das ist schon auch eine Menge Zeit. Wie man es nimmt, ja. Und wenn, ja, ja. Wenn dafür war es dann zu kurz. Ja, natürlich, natürlich. Aber hätte es ihn nicht gegeben, wäre es alles noch viel schlimmer. Es war schon toll, ihn kennengelernt zu haben. Was machst du jetzt so, wenn du kommst von der Arbeit und was machst du dann so in deiner Freizeit abends, an den Wochenenden? Noch nicht viel. Du bist zu Hause? Ja. Und was machst du zu Hause? Tja, mach ich zu Hause. Dinge, die man tun muss. Haushalt. Aber dann auch nicht alles, wo man sagt, mein Gott, nächste Woche kommt der Staub wieder. Die Fingerspuren, die er hinterlassen hat, die willst du nicht wegwischen. Das heißt, seine Sachen, seine Kleidung und alles, was ihm gehörte, das ist alles noch da an seinem Platz. Ja, klar. Ist sicher für den einen oder anderen auch sehr wichtig, dass man das eine Weile noch an dem Platz belässt. Ja, es wird jeden Tag weniger. Ja, ja. Immer merkst du, dass das Meer weggeht. Immer merkst du, dass Meer. Klar, man soll loslassen, ja. Aber. Ja, das ist sicherlich richtig. Aber es ist auch sehr, sehr frisch und aktuell noch. Insofern ist das noch nicht so das Thema. Natürlich muss man loslassen irgendwann, ja. Ich glaube, Heidi, dass Trauern eines der persönlichsten und individuellsten Dinge ist neben der Liebe. Und dass es für jeden anders ist, damit umzugehen. Und jeder hat einen funktioniert anders und reagiert anders. Ich weiß und ich habe gehört und ich weiß es, dass es Menschen hilft, in Kontakt zu sein mit Menschen, die genau das Gleiche erlebt haben. Wäre das für dich eine Möglichkeit, um auch vielleicht wieder etwas teilzunehmen am normalen Leben? Dass du wäre sicher wichtig, ja. Weil ich denke, so das normale Umfeld kann gar nicht mit der Trauer umgehen. Nein. Mit dem Tod nicht umgehen. Nein. Es du ist hast irgendwann wieder zu funktionieren. Du hast irgendwann wieder. Du hast ja nur dasselbe Thema. Dir kommt ja überhaupt nichts anderes in den Sinn. Ja, und das ist der Vorteil, wenn du mit Menschen zusammen bist, die auch einen sehr geliebten Menschen gerade verloren haben. Dann weiß man, wovon man spricht und man weiß auch, was los ist. Ich habe vor einer Weile mit einem sehr ungewöhnlichen Bestatter hier in der Nähe von Köln gesprochen. Das ist ein ganz toller Mann, der sehr viele Aktivitäten anstrebt und unter anderem organisiert er auch Reisen für Trauernde. Und da habe ich gefragt, wie soll das denn gehen? Was ist das denn für ein seltsames Konzept? Und dann sagt er, nein, das ist schon eine tolle Sache. Da tun sich Menschen zusammen, die in schwerster und schlimmster Trauer sind und machen eine Reise. Und er sagt, da wird nicht immer nur über den Tod gesprochen. Aber sofort, wenn das Thema da ist, wissen alle, wovon man spricht. Und jeder kann es nachvollziehen. Es wird auch gelacht. Aber alle machen es auf der Grundlage der Trauer. Und das erfreut sich großer Beliebtheit.
Insofern finde ich solche, so überhaupt Kontakte, vielleicht auch mit einer Gruppe, mit einer Trauergruppe, gar nicht so schlecht, wenn du so ein Typ dafür wärst und du sagen würdest, ja, würde ich mich darauf einlassen. Ja, nur halt dahin Kontakte zu finden, ist sehr schwierig. Würde ich gerne versuchen, dir behilflich zu sein. Das fände ich gut. Ja. Das Gespräch hat meine Psychologin mitgehört, Heidi. Das ist Simone heute Nacht. Und ich möchte gerne, dass du mit Simone jetzt weitersprichst und die kann dir sicher die eine oder andere Trauergruppe in deiner Umgebung nennen oder Leute, wo du nähere Informationen bekommst. Ein Stück werden wir dir weiterhelfen können. Das wäre klasse. Ja, da würde ich dich bitten aufzulegen und die Simone ruft dich an. Okay. Und ich persönlich wünsche dir sehr, sehr, sehr viel Kraft. Vielen Dank. Sehr viel Kraft. Alles Gute von Herzen. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Ciao. Jetzt bin ich verbunden mit, ich sag euch vielleicht mal, was wir morgen vorhaben, vor dem nächsten Gespräch. Morgen ist ja wieder Themennacht und morgen heißt unser Thema Tyrannen. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die unter einem Tyrannen leiden, aktuell, oder gelitten haben. Also einem extrem herrschsüchtigen und vielleicht sogar brutalen Menschen, einem sehr ich-bezogenen Menschen. Ja, das könnte eventuell der Ehemann sein, die Ehefrau sein. Das ist ja, hängt ja nicht am Geschlecht. Es kann der Chef sein, ein Verwandter und so weiter. Würde auch gerne mit einem Menschen sprechen, der von sich sagt, ich bin ein Tyrann, so er sich traut, hier anzurufen. Oder ich war ein Tyrann, ich habe gelernt. Ich habe viele, viele schlimme Sachen früher gemacht, aber ich habe gelernt. Also, das Thema heißt morgen Tyrannen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch rund um die Uhr, mailt oder ruft morgen wie immer ab 0 Uhr an. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet und die Kollegen nehmen eure Anrufe entgegen. So, und jetzt bin ich verbunden und begrüße Sie sehr herzlich, die Maria, 21 Jahre. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Maria, schön, dass du da bist. Ja, also ich habe da ein kleines Problem und zwar lebe ich seit 5 Jahren in einer Beziehung und seit kurzem habe ich das Gefühl, dass ich mich in meine Cousine, die auch gleichzeitig meine beste Freundin ist, verliebt habe. Die Beziehung ist aber zu einem Mann. Bitte? Die Beziehung hast du aber zu einem Mann. Ja, ja. Klar. Seit 5 Jahren, ja. Mhm. Ja. Und jetzt eine leichte Verliebtheit in die Cousine. Ja, leicht ist gut. Also das hat vor 3-4 Monaten angefangen. Also so seit 10 Jahren sind wir sozusagen beste Freundinnen und sehen uns auch regelmäßig an Wochenenden und in der Woche. Und seit 3-4 Monaten, da mein Freund momentan nicht mehr hier wohnt, weil er arbeitstechnisch weit weg ist, ist er halt öfters hier gewesen und wir haben halt öfters was zusammen unternommen. Wie weit ist der Freund denn entfernt? Wie viele Kilometer? Ich bin jetzt hier in Mettmann und der ist in Würzburg und das ist schon eine ganz schöne Strecke. Und wo bist du im Moment? In welcher Gegend? In Mettmann, in Düsseldorf. Ja. Ja. Und ja, das ist halt eine ganz schöne Strecke und er kommt halt ganz selten, weil er macht eine Umschulung und und dann ist sie halt öfters hier, weil sonst allein in der Wohnung ist immer ein bisschen doof. Mhm. Und dann habe ich das schon gemerkt, dass ich mich da so irgendwie hingezogen fühle zu ihr, also auch viel unternehmen. Wie weit ist das Ganze denn schon gediehen jetzt? Ja, also das ist gar nichts passiert. Also wir gehen halt zusammen feiern oder unternehmen was. Und sie merkt das auch schon, habe ich das Gefühl, aber mir ist das total unangenehm. Also im Klartext, du würdest gerne auch körperlich mehr von ihr bekommen. Ja. Aber es ist bisher noch nichts passiert? Nee. Keine Knutscherei, kein Streicheln, kein... Nee, ganz normal halt wie Freundin. Ja. Ich würde das auch, glaube ich, ich versuche das ja auch zu unterdrücken und dann ganz normal mich zu verhalten. Resultiert das aus der Einsamkeit, dass dein Freund weg ist, oder resultiert es wirklich aus einer Attraktion, die Freundin oder die Cousine plötzlich ausstrahlt? Ja, also ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass mein Freund weg ist. Das glaube ich nicht. Hast du denn früher schon mal Erfahrungen mit Frauen gesammelt? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist ein ganz neues Feld für dich. Ja, ich wehre mich auch schon ein bisschen dagegen. Bist du dich irritiert über dich selbst? Ja, ja. Ja klar, ich komme damit ja gar nicht zurecht. Ich versuche das ja auch zu unterdrücken und ich weiß gar nicht, wie ich mich da verhalten soll. Mhm. Du sagst, deine Cousine hat schon ein bisschen Witterung davon oder dass das alles ein bisschen eher unnormal abläuft bei dir? Ich vermute das, ja, weil manchmal guckt sie ganz komisch
oder so, wenn wir so im Spaß, wir haben auch mal so ein Thema angeschnitten, so, weiß ich nicht, und dann hat sie mir halt gesagt, wie sie dazu steht, und das hat mich dann schon sehr geschockt. Und wie steht sie dazu? Ja, sie findet das total unnatürlich. Ah ja. Und das hat mich dann natürlich geschockt, und ich dachte dann, dass sie dann direkt weiß, dass sie mich damit praktisch angesprochen hat. So kam mir das vor. Ach so. Hat sie einen Freund? Nein. Nee. Aber sie hat ganz klar gesagt, lesbische Liebe ist für sie unnatürlich, hat sie nichts mit dem Hut. Ja, könnte sie sich niemals vorstellen. Niemals. Niemals. Und sie kann das auch nicht verstehen, wie sowas überhaupt kommen kann. Ja, da ist das schon eine ganz klare Grenzziehung ihrerseits, insofern sie etwas gewittert hat, dass sie damit sagen will, lass die Finger bei dir. Ich will das nicht. Ja, obwohl manchmal denke ich dann doch wieder, dass sie das anders meint. Ich kann das schlecht einschätzen. Mhm. Sie sagt ja dann auch manchmal so Sachen, so nette Sachen und so, dann denkt man sich ja dann auch seinen Teil dann dabei. Ist immer sehr schwierig. Wenn man sich verliebt, ist man natürlich sehr geneigt, den anderen sehr wohlwollend zu interpretieren. Und manche eine Freundlichkeit, die der andere wirklich nur als Freundlichkeit meint, empfindet man, wenn man verliebt ist, schon als ein ganz tolles Kompliment oder gar als ein Zeichen, dass die Person auch so tickt. Genau. Mhm. Also ich kann das auch schlecht einschätzen alles. Wie ist denn, abgesehen jetzt von der räumlichen Trennung, wie ist denn das Verhältnis, die Beziehung zu deinem Freund? Ja, sehr innig. Wir wollten ja auch heiraten und eigentlich alles perfekt, bis vor 3-4 Monaten. Wie oft siehst du ihn denn jetzt noch? Ja, nicht jedes Wochenende, also jedes zweite Wochenende. Aber wir telefonieren jeden Tag und schreiben. Ja. Also über. Also jedes zweite Wochenende? Und ja, also manchmal schafft das auch dann mal eine Woche. Ja. Und wenn er so dann da ist, dann bist du schon auch gerne mit ihm zusammen? Ja, obwohl ich auch teilweise, also manchmal bin ich auch ein bisschen enttäuscht, dass er dann kommt. Das hört sich gemein an. Aber ach so, weil dann die Cousine nicht kommt, oder wie? Ja, weil sie ist ja immer hier und ihn stört das dann auch ab und zu und sagt dann, ich kann ja auch mal nach Hause fahren. Und ja. Schläfst du gerne mit deinem Freund? Ja, schon. Ja, wenn du mit deinem... Ich habe jetzt die letzten 3 Monate nicht mehr. Ich habe gesagt, dass es mir nicht so gut geht, weil ich habe irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn ich das tun würde. Wem gegenüber? Ja, meinem Freund gegenüber. Wenn du jetzt mit ihm schlafen würdest? Ja, und meiner Cousine teilweise auch. Und eigentlich. Warum hast du ein schlechtes Gewissen deinem Freund gegenüber, wenn du mit ihm schläfst? Weil ich ja Gefühle zu meiner Cousine habe und ich finde das irgendwie, ich finde das link oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Würdest du denn, könntest du dir denken, dass du, wenn du mit deinem Freund schläfst, dass du dann auch währenddessen an deine Cousine denkst? Ja, davor habe ich ja Angst. Deswegen. Vertragte Lage, ne? Ja. Vertragte Lage. Wie jetzt unsere Familie darauf reagieren wird, oh Gott. Naja gut, das ist jetzt erstmal die zweite große Problematik. Die erste Problematik ist, was machst du jetzt mit deinen Gefühlen, die da irgendwie auflodern, die flammen da irgendwie auf und du weißt nicht so recht, was das ist. Und spielen wir es mal durch, wenn deine Cousine jetzt auf dich zuginge und die sogar irgendwie signalisieren würde, ja, ich empfinde das Gleiche wie du, was wäre dann? Ich glaube, ich würde im ersten Moment denken, sie macht das, dass sie das nicht ernst meinen würde, dass sie nur die Vermutung hat, dass ich so empfinde, um dann herauszukriegen. Okay, wir spielen das durch. Sie meint es ernst. Was wäre dann? Na, ich glaube, ich würde mich freuen. Aber dann auch wiederum nicht. Und du würdest dich auch auf sie einlassen? Ja, ich denke. Das würde bedeuten, dass natürlich die Beziehung zu deinem Freund in Frage gestellt wird. Ja, das ist ja auch das Problem. Dann. Maria, ich glaube ja, dass das vielleicht auch irgendwie eine Ermüdungserscheinung in deine Beziehung zu deinem Freund vorhanden ist. Mhm. Du bist verliebt. Das ist jetzt egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Das ist in eine Frau ist verkompliziert die Sache noch. Ja. Aber man verliebt sich nicht, wenn man rundherum noch verliebt ist und liebt. Selten. Ja. Selten. Ja, das stimmt. Das ist natürlich wahr. Deswegen würde ich da auch immer so ein bisschen erstmal so in der eigenen Beziehung gucken. Was gefällt mir da, was gefällt mir nicht? Wo ist vielleicht schon ein Alltag, eine Routine? Wie alt ist dein Freund?
Und das ist 25. Ja, und du bist erst 21 und 5 Jahre Beziehung ist in dem Alter eine mega lange Zeit, finde ich. Ja. Mein Gott, da warst du 16, als ihr euch kennengelernt habt. Ist es dein erster Freund? Ja, also ich hatte davor auch schon, Freunde kann man das nicht wirklich nennen, aber mein erster fester Freund, wir wohnen ja auch zusammen und sind mit 18 schon zusammengezogen, also als ich 18 war. Da ist mir völlig verständlich, dass da auch eine grundsätzliche Neugierde und Sehnsucht auch ist, irgendwie vielleicht mal was anderes zu erleben oder so. Also, ich wäre da mit dem Heiraten und so, aber nun sehr vorsichtig. Ja, jetzt bin ich da auch vorsichtig. Absolut. Ja. So, und was die Sache mit der Cousine anbelangt, ist es natürlich jetzt sehr schwierig. Das hat die schon so eine klare Äußerung gemacht, dass die das doof findet. Ja, aber dann wiederum sagt sie auch, wenn wir irgendwie Fernsehen gucken oder irgendwie auf der Straße sehen, ach, die ist aber hübsch und, ne? Ja, aber das sagen doch Frauen über Frauen. Ja, aber so anders. Ich habe... So würde ich es nicht sagen. Also ich kann das schlecht einschätzen. Kannst du es denn nicht mal so ein bisschen spielerisch irgendwie nochmal testen, dass du einfach so ein bisschen im lockeren, lächerlichen Ton sagst, was würdest du eigentlich machen, wenn ich in dich verliebt wäre? Ich habe schon mal sowas angedeutet. Und da, was hat sie da gesagt? Da hat sie dann einfach mitgemacht, also so. Ach so. Sie hat das natürlich nicht so für ernst genommen. Mhm. Ich habe schon mal so, Also Maria, ich finde, da musst du jetzt genau in dich reinhorchen, wie ernst und wie gewichtig das ist. Mhm. Wenn das vielleicht nur auch so eine Schwärmerei ist, finde ich, dass du das unterdrücken solltest. Du hast immerhin einen Freund und bist in einer Beziehung. Das ist eine Form des Fremdgehens. Ja, genau. Wenn du aber merkst, dass das schon sehr stark ist, dann würde ich wirklich das Höchstrisiko fahren. Da würde ich sie irgendwann sagen. Ich denke auch, dass ich zu meinem Freund ehrlich sein sollte. Das zudem auch noch. Also da sind so viel, genau, da sind so viele, viele Bereiche, die man da jetzt bedenken muss. Selbst wenn du es deiner Cousine sagst und du kriegst wirklich definitiv eine Abfuhr, heißt das ja auch etwas. Das heißt, dass du dich in einen neuen Menschen verliebt hast. Ja. Und das hat eine Aussage, finde ich. So, und wie ernst oder wie innig und wie ehrlich deine Beziehung zu deinem Freund ist, weiß ich nicht. Ob du sowas mit ihm besprechen würdest wollen. Also er hat immer gesagt, wir hatten ja auch schon mal solche Themen und es wäre ja das Schlimmste, wenn man jemanden an einem Gleichgeschlechtlichen verlieren würde. Ach so, ja. Also so hat er schon öfters immer sowas erzählt mit seinen Freunden. Naja, die Frage wäre ja auch, wie er reagiert, wenn er einfach hört, dass du dich in eine andere Person verliebt hast. Ja, das wäre wahrscheinlich auch genauso schlimm. Also ja. Wahrscheinlich, das für meine Cousine ist vielleicht noch schlimmer. Wenn das zu intensiv alles wird bei ihr, finde ich, dass du alles mit offenen Karten machen solltest. Dann ist es alles riskant. Aber vielleicht bringt das auch ganz neue Bewegung in dein Leben rein. Denn jetzt habe ich so ein bisschen Sorge, dass du da in so eine Sackgasse gerätst. Dass du gar nicht mehr weißt, was du machen sollst und vor allem hast du schlechtes Gefühl und schlechtes Gewissen und so weiter. Wenn das Gefühl zu stark wird, dann raus damit. Dem Freund offen und ehrlich alles sagen, ihr alles offen und ehrlich sagen und dann gibt es vielleicht erstmal den großen Knall, aber vielleicht ist das auch sehr wohltuend danach. Mhm. Vielleicht ist es ein Befreiungsschlag sogar. Ja, vielleicht. Meine Liebe. Ja. Dann wünsche ich gutes Gelingen, wenn du jetzt was machst. Ja, dann danke schön. Alles Liebe wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt ja unser Thema Tyrannen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die unter einem Tyrannen leiden zurzeit oder gelitten haben früher mal. Also unter einem extrem herrschsüchtigen und brutalen ich-süchtigen Menschen. Das kann ein Ehemann, eine Ehefrau sein, das kann ein Chef sein, das kann der Bruder sein, das kann der Freund sein, wie auch immer. Und würde auch sehr gerne mit einem Menschen sprechen, der von sich sagt, ich war mal ein Tyrann und ich habe mich eines Besseren belehrt und bin einen anderen Weg eingeschlagen. Oder vielleicht sogar mit jemandem. Aber ich vermute mal, dass solche Personen sich gar nicht trauen anzurufen, die sagen, ich bin ein Tyrann und ich finde das auch gut so. Die haben nach mir und nach meiner Pfeife zu tanzen. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Also ab 0 Uhr könnt ihr uns morgen anrufen, wie immer, oder rund um die Uhr mailen. Heute nach wie vor freie und offene Themennacht und hier ist die Susanne. Und Susanne ist 45. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Susanne.
Jetzt hat es mal geklappt. Jetzt hat es geklappt und du bist da. Ich freue mich. Was ist dein Thema? Also ich habe meine Geschwister gefunden. Also die wussten von mir, aber ich nicht von denen. Wie viele Geschwister? Vier. Vier Geschwister? Ja. Erzähl mal, wie kann es sein, dass die von dir wussten, du aber nicht von denen? Also zwei von denen wussten das. Die Jüngsten wussten das nicht. Mein Vater hatte eine Beziehung mit meiner Mutter. Ja. Dann war sie schwanger und dann ist er nach Italien gegangen, laut Aussage von meiner Mutter. Mhm. Also ist er Italiener? Er ist Italiener, ja. Ja, und deine Mutter war Deutsche, ist Deutsche. Die ist Deutsche, ja. Und er ist dann nach Italien gegangen, nachdem deine Mutter schwanger war. Ja, so hat man mir das erzählt. Ja, und dann habe ich Nachforschung angestellt. Ja. Dann waren wir auch in Italien und dann haben sie gesagt, haben wir jemanden gefragt, haben nach dem Namen gefragt und so. Und da sagte so eine ältere Frau, der ist gestorben. Der lebt nicht mehr und mein Schwiegervater, der sagte dann, komm, fahren wir nach Hause, fertig aus, lass gut sein. Aber diese Nachforschung hast du unternommen, da warst du schon ein bisschen älter. Da war ich älter, da war ich 24. 24, ja. Ja. Aber du bist heute bist du 45. Jetzt bin ich 45, ja. Das arbeitet halt immer. Achso, dann sind die Nachforschungen damals im Sande verlaufen. Ja, weil mein Ex-Mann wollte das dann auch nicht mehr, hat dann halt gesagt, lass gut sein und fertig. Ja, und dann stolper ich immer wieder über diese Unterlagen, die ich damals vom Jugendamt gekriegt habe und auch diese Adresse, die ich da hatte, die habe ich da abgeheftet. Und dann habe ich gesagt, nee, ich muss jetzt was machen. Und mein Sohn sagte dann zu mir, komm, wir gehen zum Konsulat, wir fragen einfach mal nach und fertig aus. Ja, dann habe ich die Telefonnummer gekriegt von dem Ort. Habe ich dort angerufen und dann haben die sich gemeldet. In Italien? Aus Italien? Ja, aus Italien. Wie, da haben die sich ganz einfach gemeldet, wir sind deine Geschwister? Nein, der hat sich erst hier eine Tante aus Deutschland gemeldet. Das ist, die war mit dem Bruder verheiratet. Ja, und dann sagte die zu mir, wir haben ein Foto von dir. Und dann sag ich, wie, ihr habt ein Foto von mir? Ja, also dein Vater hatte ein Foto von dir mit einer Frau drauf und seine Frau hat dieses Foto gefunden. Also er war dann verheiratet, aber der war hier in Deutschland. Wie kann denn dein Vater von dir ein Foto haben, wenn der schon direkt abgehauen ist? Ja, das heißt, dass die noch Kontakt hatten. Deine Mutter und er? Ja, meine Mutter hat mir das nicht gesagt. Hat die nicht gesagt? Hat die nicht gesagt. So. Dann sagte meine Tante, also sagte dann zu mir, also das ist so, wir haben das Foto gefunden und er hat aber gesagt, dass du nicht die Tochter bist von ihm. Aber du siehst aus wie die zweite Tochter, die geboren ist, die dann kam. Und ihr seht euch total ähnlich auf dem Foto. Und die Frau von ihm hat dieses Foto gefunden und hat dann die Tante gefragt, was macht denn die Carmen? Also ich muss es mal ein bisschen verkürzen, Susanne, unsere Sendung ist gleich vorbei. Also es gab dann einen regen Kontakt hin und her und das Resultat dieses Kontaktes war, dass du vier, ja Halbgeschwister sind das dann, ne? Ja, das sind Halbgeschwister. Die in Italien leben? Ja, nach Ostern das erste Mal gesehen. Das ist ja toll. Und das ist ja toll. In welchem Alter sind die? Von also wann? Also ich bin die Älteste, die Jüngere, die ist 40. Und die Ältere? Dann habe ich, die nach mir kam. Und also es hat sich dann so stufenweise wahrscheinlich. Stufenweise, dann, ja. Die jüngste Tochter ist 32. Das ist ja toll, wenn man plötzlich, finde ich super. Ich hätte auch gern plötzlich auf einen Schlag vier Geschwister, neue. Freust du dich? Ja, und wie? Und wir haben total voll Kontakt. Das ist ja super. Und wo wohnen die in Italien? Oberitalien, Norditalien. Das ist doch wunderbar. Ja. Das heißt, und da kann man immer schön in den Urlaub hinfahren? Ja, also wir sind da hingefahren. Aber halt, kannst du dich denn überhaupt mit denen verständigen? Sprichst du Italienisch? Nein. Ich habe das in der Volkshochschule gelernt, weil mein Ex-Mann Italiener ist. Ach so, ja, umso besser. Ja. Und das war total super, ne? Und das Schönste war, ich bin aus dem Flieger raus. Meine Schwester hatte mir ein Foto geschickt. Ich wusste ja, wie sie aussieht, aber sie wusste nicht, wie ich aussehe. Ja, ja. Und dann hat sie gesagt, du wirst mich erkennen. Und dann bin ich aus dem Flieger raus und guckte ihr in die Augen, hab in meine Augen geguckt. Also wir haben alle die gleichen Augen. Wir sind und da hat sie gefunkt. Ich gratuliere zum Familienzuwachs, so kann man es ja sagen. Ja, Susanne. Also, das ist eine tolle, tolle Geschichte. Tolle Geschichte. Und dank meiner Kinder. Ne? Mein Sohn hat gesagt, so, wir fahren da jetzt hin und fertig aus. Ja.
Susanne, die Sendung ist gleich rum. Ich freue mich, dass wir haben kurz reden können. Ich wünsche dir und deiner großen neuen Familie alles Liebe, alles Gute. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. In der Technik, Thomas Wittig. Morgen heißt unser Thema Tyrannen. Ich möchte gerne über dieses hier mit euch reden. Ein Radio Live, ein über der Fernseh 101 Festival.